Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich Yorkshire Pudding. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache, dann bleib kurz dran. Wer es nicht kennt, Yorkshire Pudding ist also keine Nachspeise, kein Pudding, sondern das ist eine herzhafte Beilage, die man zu Fleischgerichten serviert. In meinem Fall ist es eine Beilage zu Roastbeef. Das mache ich in einem anderen Video. Und insofern stelle ich euch hier nur mal vor, wie ich diesen Yorkshire Pudding mache. Hier die Zutaten. Als Zutaten benötigen wir 200 Gramm Mehl. Ich habe hier ganz normales 405er, 200 Milliliter Milch, 4 Eier, 1 Teelöffel Salz und 1 Esslöffel Butter. Und zwar ein Esslöffel pro Feld einer Muffinform, die wir auch benötigen. Zunächst mal alle Eier aufschlagen, mit der Milch vermengen und alles ordentlich verquirlen. Das Salz zum Mehl geben, anschließend die Ei-Milchmischung zu dem Mehl geben und auch alles gut durchrühren. Mischung sollte dann klumpenfrei verrührt sein. Wenn der Teig jetzt klumpenfrei verrührt ist, dann abgedeckt wenigstens 15 Minuten irgendwo ruhen lassen. Wenn es bis zur Fertigstellung länger dauert, dann solltet ihr den Teig so lange in den Kühlschrank stellen. In die vorbereitete Muffinform füllen wir jetzt in jedes Feld einen Esslöffel Butter. Die schmelze ich jetzt bei 220 Grad im vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze. Alternativ zur guten Butter kann man natürlich auch ein neutrales Öl benutzen. Das muss dann jetzt ebenfalls im Backofen ordentlich erhitzt werden. Wenn die Butter jetzt geschmolzen ist oder eben das Öl erhitzt ist, dann fülle ich die Mehlmischung jetzt hier in die Muffinform auf, ungefähr bis zur Hälfte in jedes Feld. Zur Hilfe nehme ich hier noch einen Löffel, damit ich hier nicht so klecker beim Wechseln der Felder. Wenn alle Formen gefüllt sind, dann kommt die Muffinform jetzt für etwa 15 bis 20 Minuten in den immer noch auf 220 Grad vorgeheizten Backofen. Hier im Zeitraffer kann man jetzt wunderbar sehen, wie groß diese Yorkshire Puddingteile jetzt anwachsen. Nach etwa 20 Minuten ist der Yorkshire Pudding jetzt fertig gebacken. Sieht schön aus, sehr gut aufgegangen, aber wenn man jetzt genau hinguckt, kann man unten schon sehen, wie die so ein bisschen zusammenfallen. Das ist aber ganz normal. Zum Anrichten auf dem Tisch nehme ich alle Yorkshire Pudding-Teile hier raus und packe sie alle zusammen auf ein Tablett. Beim Anrichten auf einem Teller, hier mit einem Roastbeef, packe ich die einfach dabei und verfülle sie etwas mit Soße. Ja, hier mal so ein Teil in der Nahaufnahme, einmal kurz zum Zerlegen. Ja, schön durchgebacken, ist eine leckere Geschichte. Und eigentlich mache ich es viel zu selten. Jo, habe mich hier mal so ein Teil gegriffen, habt ihr eben schon gesehen. Boah, lecker, schön fluffig. Ist jetzt zugegebenermaßen schon etwas abgekühlt. Ist aber auch tatsächlich kein Problem. Kann man auch am nächsten Tag nochmal aufwärmen oder kalt essen sogar. Ja, und schmeckt super lecker. Jeden, dem ich das hier serviert habe, war immer begeistert. Vielleicht auch einfach nur, weil es mal was anderes ist als immer nur Kartoffeln oder Knödel. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Und wenn du keins meiner Videos verpassen willst, dann abonniere doch hier kostenlos meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen, denn dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis die Tage, euer Freddy.